Willkommen bei Billy und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute ein neues Spiel von Chillers Art und zwar ist es Night Security und wir starten unsere neue Schicht. Bist du sicher? Was für eine Cupcake im aktuellen Stand? Let's do it. Loading. Okay. Oh, die Grafik ist aber wüst, Alter. So, was haben wir denn hier Schöne? Was zu essen? Oh, schön, die Sushi-Platte wurde gerade schon aufgegessen. Was haben wir da noch irgendwie? Schön Rinder in dunkler Soße. Escape. Wir können es auch einfach nur anschauen. Die Aussicht ist auch cool, muss man sagen. Also, gibt Schlimmeres. Hat so ein bisschen Las Vegas-Style irgendwie. Oh, Alter. So, okay, alles klar. So, wir haben eine erlesene VHS-Sammlung da unten. Alles Best-Offs. Von Benny und Steve. Auf VHS. So, okay. Es wird Zeit für meine erste Schicht. Die Nachtschicht. So, gucken wir mal kurz in den Kühlschrank. Oh, ein schönes Bild. Von meiner Tochter. Hoffentlich. Und nicht von meiner Frau eben halt. Wie schön. Oh, eine Geburtstagstorte. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich für meine Tochter, weil sie 7 ist. Und ich denke, da steht irgendwas drauf für die Tochter. Mann, ist aber, sieht aber auch chemisch aus, die Torte. Okay, gut. Ich freue mich. Vielleicht ist morgen ihr 7. Geburtstag. So, wir gucken kurz hier nochmal rein. Ah, die Wäsche. Hm, ja, die muss ich auch nochmal machen. Gut, alles klar. Oh, das mache ich morgen. Frau, ich gehe zur Arbeit. Zieh mich jetzt um. Bleib ruhig liegen. Hallo? Können wir uns dazulegen oder was? Können wir uns zum Beischlafe ablegen? Okay, gut. Das ist, wir lassen mal. Wir lassen mal unsere Frau schlafen. Oh, so ein fetter Teddy, Alter. Na, meine kleine Maus? Ja, schlaf mal gut, mein Spatz. Ne? Gute Nacht. So, ich mach mal ganz leise die Tür zu. So, aber nicht steht. Was ist los? Schön, schön. So, okay. Weiß nicht genau, welcher es heute ist, aber ich tippe mal auf den... Ach, guck mal. Der Chillers-Kalender. Wunderbar. Der 23. Der Geburtstag unserer Tochter. Wie schön. Und jetzt geht's auch zur Arbeit. Japaner rechts ihr Steuer? 20. Oktober, Wachmann 35. Ich bin Wachmann 35. Habe keinen Namen, braucht man auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. So, warte mal, ich schau. Was ist denn das für ein Auto, Alter? Ist das aus dem Überraschungsei oder was? Oh Gott. Mann, jetzt aber. Schön. So, also der Filter hier drauf ist ja, der ist ja wirklich... Ja, schon mies, Alter. So, wir laufen mal weiter. So, das Wetter ist ja wirklich unter aller Sau. Unter aller Sau, sag ich. So, hier ist scheinbar unsere Arbeitsstätte. Unser Arbeitsplatz. Wir gehen mal rein. Ja, ab ins Trockene mit uns. Moment. Hallo? Hallo, Sie? Sir? Sir? Rechts ist der Überwachungsraum. Ja, das mag ja sein. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. Na, erstmal hier die fremde Person stellen. Kann ja nicht weiterlaufen. Unsichtbare Wand. Okay, alles klar. Oh. Welcome to Smooth FM. Smooth Jazz.
Ja, was soll denn das da draußen? Ist das die Reinigungskraft? Es ist 12 Uhr. Mitternacht. Von Kaigo Uchigi. Dem ehemaligen Wachmann fehlt jede Spur. Er hat wahrscheinlich gekündigt. Deshalb zähle ich ab jetzt auf Sie. Das Unternehmen hat eine Regel, dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Überprüfen Sie die Uhr, die Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie Ihren Rundgang beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Manager Yamamoto. Okay. Feueralarm überprüfen, Türen abschließen, Licht im Bad ausschalten. Licht im Bad ausschalten? Leute nach Hause schicken. Das kann ich tun. Oh, vorher gucke ich hier nochmal schnell bei Windows XP nach. Und das ist dann auch hier. Was ist Nordkommander noch oder was? So. Ah, hier, warte mal. Ein Blick auf die Kameras. Scheint so, als wären noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Alles klar. So, also zählt er das hier wahrscheinlich als ersten Stock, ne? Habe meinen Rundgang noch nicht beendet, ja. Okay, wollte ich auch ob abgeschlossen ist, Mann. So, wie sieht's hier aus? Habe meinen Rundgang noch nicht beendet. Mess. Sie! Wer sind Sie? Gehen Sie sofort nach Hause. Es ist uns verboten, Überstunden zu machen. Creepy Typ. Ach, wir müssen der neue Nachtwächter sein. Ist es schon so spät? Mann, du stehst hier im Dunkeln, Alter. Ja, dann können die anderen den Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Einfach durch die Tür gerufen. Ohne Gnade. So, gut. Schauen wir hier nochmal kurz. Okay, im Besprechungsraum ist auch alles okay. Flup. Denn mit all vier Geräusche hier. So, jetzt muss ich da vorne nochmal ganz kurz mal schauen. Sag mal, wie das der Flotte ist, ist es eigentlich. Okay, gut, das Besprechungsraum. So, hier jetzt zum Treppenhaus. Da will ich noch nicht hin. Kann nicht rennen, leider. So, die Klos. Das war einfach mal so total penetrant. Erstmal die Kabinen auflatschen. Was ist hier los? Ab nach Hause. Überstunden verboten. 12 Uhr, hat der Chef gesagt. So, ah, okay, alle klar. Die finde ich auch befremdlich, Alter. Wenn die so tiefe Pissoirs haben irgendwie. Warum? Warum ist das. Warum? Warum muss das so hoch sein? Verstehe ich nicht. So, okay. Brett zu. Und wir schauen hier nochmal. Okay, waren wir überall drin? Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, können wir hier vorne an dem roten Knöpfchen irgendwas rumdrücken? Alles normal. Ah, okay. Alles klar. Cool. So, dann schauen wir hier vorne nochmal kurz. Und dann haben wir. Eigentlich den ersten Stock soweit gecheckt. So, hier geht gar nichts. Gar nichts. So. Scheint so, als wären noch Leute hier. Wo denn? Wo denn? Wie kann ich denn die Türen abschließen? Jetzt konnte ich sowas aufmachen. Geht mal hier. Hier geht ja nicht. So, dann laufe ich nochmal nach hinten und gucke da nochmal nach. Aber ich glaube, viel kann ich nicht mehr machen. Mann, ich höre die ganze Zeit, ich höre nur die Klapper und die Schepper, ey.
Solltest du erst die Räume abschließen. Ich kann die Räume aber nicht abschließen. Gibt es irgendwo einen Generalschlüssel, den ich noch nicht habe? Lag der da vorne? So, wenn ich jetzt halte. Ah, okay. Er schließt nur quasi wirklich die leeren. Also ist da vorne noch einer drin oder was? Das ist ja interessant. Schlupp! Vor allem First Row, aber ganz oben. Ja, wenn du aus dem Fenster kiekst, dann sieht's auch aus, wa? So, der Martin natürlich als alter Zocker hat natürlich wieder das Auge für Detail, ne? So, haben wir hier schon? Hier haben wir noch nicht, ne? Also muss hier noch irgendwas drin sein. So, wer macht hier noch Überstunden? Achso, wahrscheinlich müssen wir hier hinten nochmal ganz kurz erstmal hier die... Alles normal, alles klar. Sollten wir überprüfen, das war wahrscheinlich der Grund, warum wir hier jetzt... Jetzt können wir abschließen. Beratungsraum. Ich verstehe nicht, warum Mitarbeiter so weit nicht abschließen können. Aber ist eine andere Frage. Okay, zack. So, abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt hier vorne nochmal schnell. Und dann haben wir es. Ah, schön. Wunderbar. Sollen wir die Toiletten auch abschließen? Ach, warte mal. In den Toiletten sollen wir Licht ausmachen. Nee, in den Küchen sollten wir Licht ausmachen. Oder in den Toiletten? Wir gucken mal. Ja, ich glaube, wir können ja auch kein Licht ausmachen. Können wir die abschließen? Nee, können wir auch nicht abschließen. Haben wir die Tür schon abgeschlossen? Nee, noch nicht, ne? Doch, haben wir. Schauen wir mal hier hinten. Aha. Was wie unsinnig ist das denn bitte? Der Schalter ist am Ende des Raums? Wer macht denn sowas? Gibt halt Leute, die wollen die Welt einfach bloß brennen sehen. Oh, okay. Wir haben ein Nintendo-ähnliches Geräusch gehört, dass wir nun bereit sind, den Fahrstuhl eventuell zu benutzen. So. Ah, jetzt. Alles klar. So, wir haben auch ein bisschen Schnodder auf der Linse, wie ich das so sehe. Vielleicht... Sind wir auch Brillenträger und müssen die Brille mal putzen? Alter, nicht dein Ernst. 11 Etagen? Okay. ...2F. So, ich denke mal, jetzt ist das gleiche in grün. Alle nach Hause schicken, Licht ausmachen, Türen abschließen. Und... ...Feuerlöschanlage überprüfen. Dann fangen wir hinten mit den Toiletten an. So, Sturm- und Revierkontrolle! Fertig ab! Hey, wer ist da? Was wollen Sie? Oh, der Nachtwächter? Können Sie bitte das Licht anlassen? Nein, Alter. Scheiß dich aus und komm raus hier. Zackig. Ich werde das später ausmachen. Wir nicht, mein Freund. Ja, ihr wisst ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ach, das war auch noch eine Dame. Hoppala. Ja, na klar. So. Licht aus. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo Kollegen finden. Ich habe meinen Rundgang noch nicht beendet. Ach so. Okay, hier haben wir so Boxen. Na, okay. Gut, hier kann man natürlich... Nicht, dass sich hier jemand jetzt versteckt. Alles normal. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Fernseher, wer hat denn den angelassen? Da muss man erstmal schauen. Was? Tippt der hier auf einer C64-Tastatur oder was ist das? Sitzt du immer noch daran? Das ist hart. Jetzt geh nach Hause. Gib dein Bestes. Okay, das waren die Videoüberwachungs... Das Videoüberwachungsmaterial von irgendeinem Mitarbeiter? Oder was? Oh, da, wer sind Sie? Junge Dame? Hallo. Was? Sie schauen hier Akten an? Was gibt es? Ah, bist du etwa? Ja, ich bin es.
Du bist echt cool. Hier, ich gebe dir meine Nummer. Hey, na, das läuft doch aber. Hast zwar ein bisschen komische Haare, aber hey. Wenn wir keine Kontaktdaten austauschen, werde ich auch nicht gehen. Was, Alter, was ist denn mit ihr los? Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Och, mit Herzchen. Hehe. Ignoriere mich besser nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Erster Tag und dann hast du gleich so eine Psychotorte hier, Alter. Ey, na, schönen Dank auch. So, okay. Alles normal. So, hier vorne ist wahrscheinlich auch alles normal. Wunderbar. Okay. Und hier hinten machen wir auch zu und dann können wir schon wieder was abschließen. So. Wie ist Tens? Und dann machen wir hier gleich zu. Und dann schaut mal, ob er Wort gehalten hat, der Arsch. Abgeschlossen, wunderbar. Also nicht der Arsch, ist ja eigentlich nicht die. War ja Frauentoilette. Oh, scheinbar hat sie Wort gehalten. Ja, sie hat Wort gehalten. Wunderbar. Das finde ich gut. So, na, dann geht's weiter auf die dritte Etage. Ich lebe den Traum. Dritte Etage. Let's do it. Tada. Ach ja, Gott sei Dank ist heute der Geburtstag meiner Tochter. So, dritte Etage. So, und das Schlimme an der Sache ist, es ist ja ein Horrorspiel. Also irgendwann wird irgendwas blöd werden hier in dem Spiel. Ansonsten hätte mir Benny das nicht so zugeschoben. Diabolisch grinsend. Oh, hier ist aber duster, Alter. Hier ist aber duster. So. Alles normal. Wunderbar. Ich geh erstmal hier raus. Mach hier zu. Mach hier zu. Mach hier zu, hat gesagt. So. Was war denn das? Warum ist die Tür jetzt alleine zugegangen? Ist jetzt jemand reingelaufen? Heda! Komm raus! Okay. Naja, vielleicht habe ich mich irrt. Und zur Not ist jetzt eingeschlossen. Hat er halt Scheiß. Hat er Pech? Pech gehabt! So, was haben wir denn hier? Ja, ich weiß. Aha. Okay, hier haben wir wieder ominösen Fernseher. Wir schauen mal. Was sehe ich hier? Du musst morgen fertig sein. Wo schaust du hin? Zurückspulen oder vorspulen? Hey, hörst du? Ja, na, wenn man es mal so verstanden hat, wa? Also. Hä? Hi Mutti, grüß dich! Schön, dass du da bist. Alles normal. Oh, die biegen sie ganz schön durch hier. So, in your face, wunderbar. Zugemacht das Ding. Zack, und dann nehmen wir mal hier gleich auf Toilette. Licht aus. Tür zu. Ma'am? Bitte verlassen Sie das Gebäude. Immediately.
Warum haben Sie das Licht ausgemacht? Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich darum. Was? Bist du jetzt eine Etage nach oben gegangen, oder was? Was denn bitte? Ja, dann ist mir egal. Brett zu. Hast du Pech. Kann man den aufmachen? Ja, kann ich noch aufmachen. Okay, man kann aber nicht mehr mit ihr interagieren. Also ich muss sagen, Wachmann wäre jetzt kein Job für mich irgendwie. Da wäre einfach, ist mir einfach zu einsam. So, geh mal davon aus, dass man... Und jetzt würde ich die Treppe nehmen. So voll die akute Fahrstuhl-Fehlfunktion, da wird jetzt nicht einsteigen. Aber er tut's! Er tut's! So. Vierte Etage. Eieiei. Okay, der Druckauftrag hat sich jetzt ausgelöst. Wunderbar. Schön. Können wir den irgendwo ausschalten? So, Stecker ziehen. Nee, geht auch nicht. Tja, dann werden wir mal ein Ticket bei der EDV aufmachen. Ah, ist halt nicht so schön mit Licht. Was? Die Leuchtstoffflanke, die Leuchtstoffflanke lappert. Ja, alles klar. Die Leuchtstofflampe flackert. Ich muss sie ersetzen. Was, bin ich jetzt auch noch Hausmeister, oder was? Jetzt kommen wir da auf. Oh. Nimm sie doch. Freundchen, die wird nicht vor der Tür rumgelungen hat. So, wie kann ich die denn, wie kann ich die denn austauschen? Ich würde es ja tun. Wahrscheinlich braucht man eine Leiter irgendwie. Dann sitzen die hier mitten im Dunkeln, Alter. Hallo, Sir. Sie schon wieder? Was? Was? Mein Chef will, dass ich bis morgen früh alles erledigt, das erledigt ist. Das schaffe ich nie. Hätte nicht gedacht, dass das Arbeitsleben so hart sein würde. Mir werden nicht mehr Überstunden bezahlt. Denn was machst du hier irgendwie? So habe ich es mir nicht vorgestellt. Sie sind der Einzige, der weiß, wie hart ich arbeite. Immerhin geht es mir besser, wenn Sie da sind. Schließlich kann ich die Feierabend machen. Dann. Also ich gehe dann mal. Herr Verfatzter jetzt. Bis morgen. Was hast du hier gemacht, Alter? Sitzt hier im Dunkeln vor so einem Stapel Zettel, Alter. Also nee, das schreit jetzt auch nicht unbedingt nach Produktionsrakete. So, alles normal, wunderbar, ausgemacht. So, dann schließen wir hier ab. Chip. Ah, Benissan ist in der Game. So, das ist zu. So, warte mal, wir brauchen aber immer noch eine Leiter oder irgendetwas. So, hier würde ich jetzt auch nochmal Licht ausmachen. Es sei denn, die von einer Etage tiefer ist auch nochmal zum großen Geschäft nach oben gekommen. So, der Drucker hat sich jetzt wieder ein bisschen eingekriegt. Wunderbar. Ach du Schande, was ist denn das hier? Nimm die Detail. Was war das denn bitte? Jetzt hat die Lampe durchgeknallt, wa? Oh. What? Mann. So, zuschließen. Und hier vorne machen wir auch zu. Noch keinen Plan, wie ich da vorne jetzt die Lampe wechseln soll. So, können wir hier vor... Oh, hier.
Ah, alles klar. Wahrscheinlich brauchen wir hier eine neue Lampe. Eine Leuchtstofflampe erhalten. Wunderbar. Als Nachtwächter, mache ich alles hier. Tim, tim, tim. Wunderbar. Und es wird Zeit für die 5. Etage. Nur ein produktiver Tag ist ein guter Tag. Und mit Tag meine ich Nacht. Ach. So. Moin. Alles klar. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Geburtstag meiner Tochter. Ob sie sich wohl über den übergroßen Teddy freut? Also die Torte im Kühlschrank kann es ja nicht sein, weil es ist einfach auch nur die Torte drin. Kein Essen weiter. Auf der Etage ist es echt dunkel. Ich sollte im Elektroraum nach den Rechten sehen. Tja, wo ist denn der Elektroraum? Alter, es ist ja wirklich finster wie ein Bärenarsch hier drin. So, hier können wir anscheinend an den Sicherungen rumfriemeln. Die Sicherung fehlt. Schön. Okay. Dann lass uns doch mal jetzt eine Sicherung suchen. Ich sollte zuerst das Licht einschalten. Okay. Ah, jetzt nimmt das natürlich. Das ist schon heftig jetzt. Der Hebel klemmt. Scheint so, als gäbe es keinen Strom. Das sollte ich mir ansehen. Ja, das. Hast du doch schon. Wir wissen doch, dass eine Sicherung fehlt. So, kann ich hier eine Sicherung? Nee, kann ich hier. Der Hebel wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Der Hebel klemmt. Scheint so, als gäbe es keinen Strom. Ja, das sollte ich mir genau ansehen. Alles klar, wissen wir schon. So, den tippen wir natürlich hier erstmal kurz. Oh, ich sollte zuerst das Licht einschalten. Okay, das heißt, die Frage ist, wo kriege ich jetzt die Sicherung her? Wo bekomme ich die Sicherung her? Sicherung her. Abgeschlossen. Sicherung her. Der Hausmeister hat es mir letztens doch erzählt. Und ich habe nicht zugehört. Na egal. Okay. Können wir schon irgendwo finden. So, finden wir. Hier wird es jetzt natürlich nicht sein. Nein, hier können wir auch das Licht erdenken. So, lass mich raten. Hier oben wird wahrscheinlich nichts sein. Es wäre auch zu nah und zu schön. Wahrscheinlich muss ich erst. Ach, jetzt leuchtet es rot. Das ist ja schön. Das ist ja toll. So, bei meinem Glück liegt es im Waschbecken oder so. Nope. Nope. So, ich lasse die Tür mal am besten einfach offen. Okay. Hingegen. Besseren Wissens ist. Oh, und warte mal. Ist doch normalerweise. Ist doch keine Tür hier. Normalerweise ist hier keine Tür. Auf der. Oh nee, Alter. Ich geh mal hier lang. Ach du Scheiße, ey. Mann, oh nee, ey. Noch so ein Labyrinth jetzt hier. Wenn ich jetzt hier verfolgt werde, bin ich am Arsch. Bin ich tot. So, okay. Jetzt haben wir hier so ein schönes Regal. Wunderbar. Vielleicht könnte man mal irgendwas gegen die Blut am Boden machen. Gegen das Blut, aber so größtenteils schön hier. Einfach schön eingerichtet. Lager hat Fritz aus der Institute gemacht. Wunderbar. Ja, ob jetzt der Träger natürlich hier stehen sollte, das kann man jetzt nicht drüber streiten. Aber ich bin auch kein Fachmann. Boah, wie groß ist denn das bitte? Mann, Alter. Na toll. Okay. Also ich denke mal, dass wir hier irgendwo in diesem Silent Hillschen Abschnitt hier irgendwie die Sicherung finden werden sollen. Oh, hier.
im Silent Hill Stromraum. Na komm, Alter. Oh Gott. Ah ja, na bitte. Eine Sicherung. Schön. Schön, schön, schön. Na dann, auf geht's zurück. Falls ich jemals überhaupt wieder zurückfinden werde. Boah, also hier würde ich aber auch danach einfach sagen, nö, bin ich raus. Schicht beendet. Oh, oh. Oh Gott. Und Ecke kickt gerade. Mm. So, schön. Tür zu. Oh. Oh, das war aber wirklich unangenehm. Von wo? Wo? Oh Gott. Ha! Bist du bescheuert? Da sind sie ja. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt vier Hebel, die sie noch umlegen müssen. Ich leg dich gleich um, wenn du mich nochmal so scheiße anschleißt. Was mit mir ist? Ich gehe jetzt, ja. Aber zackig. Viel Erfolg bei der Arbeit. Ey, spinnt die oder was? Boah. Oh, Emran, hey, grüß dich. Schön, dass du immer wieder da bist. So. Gut, hier haben wir jetzt die vier Hebel, die werden wir jetzt alle umlegen. Tatsächlich auch interessant, dass das so eine komplette Elektroabteilung hier ist. Also Etage, meine ich. Ja, nicht, dass sowas halt im Keller wäre, so einfach in so einer Zwischenetage. Wo der Mietraum halt einfach mal extrem hoch ist. Wump, wump. Und... das Licht geht wieder. Ist die Person von eben schon gegangen? Ich schau mal über den Wachungsraum nach. Was? So, warte mal, hier hinten war zu, ne? Gibt's da keinen Überwachungsraum? Kannst du jetzt wirklich wieder runterfahren? Oh, no. So, kann ich zuschließen? Oh nein, er hat seinen Rundgang noch nicht beendet. Footsteps. Ach, schön. So, dann mach ich mal aus. Also ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt. Also könnte, aber wahrscheinlich werde ich wirklich runterfahren müssen und gucken müssen. Ah, ich habe meinen Rundgang noch nicht beendet. So, hier waren wir noch nicht drin. Ach, hier ist der Überwachungsraum. Ah, verstehe. Okay. So, wo ist die Irre? Ah, willkommen bei FNAF. So, okay. Wir sind in der vierten. Dein Freund ist ein Wachmann, oder? Yep. Er ist echt cool. Ja. Aber war er nicht schon in einer Beziehung? Alter, was ist los hier, Girls? Ja, das ist schon klar. Achso, dann hast du ihn nicht ausgespannt. Wenn du das so sagst, klingt das so komisch. Nun ja, bei meinem Körper konnte er nicht widerstehen. Ernsthaft? Gegen mich hat er sowieso keine Chance. Ich bin einfach attraktiver. Du bist echt teuflisch. Kein bisschen teuflisch zu sein. Schön, Alter. Oh, ich stelle jetzt das Ding nicht über Dezember rum, denn, Alter. Okay. Okay. So, also dritte liegt nicht so gut. Okay. Also wir haben in der dritten und in der sechsten wahrscheinlich jetzt Personen. Also lebendig oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. So, hier haben wir nochmal einen schönen Fernseher. Können wir nochmal gucken, was hier nochmal... Tätigkeitsbericht von dem kleinen Satoichi. So.
filmt denn den beschissenen Wasserhahn, Mann? Schön. So, hier haben wir noch einen Zettel. Die Überwachungskameras haben es aufgezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gerade an diesen Ort. Ich kündige. Kaigo Uchiki. Oder Kaigo Uchiki. Ja, okay, alles klar. Also, die Ina hat scheinbar den Wachmann verführt. Was ich vollkommen verstehen kann, weil wir Wachmänner halt einfach mega sexy sind. So, aber scheinbar war sie eine ganz schöne blöde Schluppe. Die Gruppe ist jetzt eh tot. Aber wir müssen natürlich nochmal nachgucken, ist ja klar. Ich sollte zuerst die Räume abschließen. Wie, was, welcher ist denn noch nicht verschlossen? Habt ihr eigentlich alle zugemacht, oder? Ich habe doch alle zugemacht, zugemacht, zugemacht. Diesen hier kann ich doch nicht abschließen. Und die ist keine Tür. Und hier kann ich abschließen. Moment mal. Warte mal, hier war ich doch. Gibt es hier zwei. An dem war ich doch dran hier, ne? An der Feuer. An der. Meine Güte. Nee, war ich nicht. Wortführungsstörung Deluxe heute. Ne, eine Feuermeldeanlage hier. Gut, dann müsste es das jetzt gewesen sein. Brett zu. Close the door. Dum, dum, dum. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Spiel auch erstmal für die Wii gemacht worden, so wenn ich mir die Sounds anhöre. So, okay. Sollte ich jetzt wirklich mal in die dritte runterfahren? Ich fahre mal erstmal in die sechste, weil da ist ja auch was passiert. Da müsste jetzt, glaube ich, die jetzt vorm Fahrstuhl liegen. Ich schau mal. Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich sofort unterwegs. Jetzt haben wir zugegangen. Wie schön ist das denn? So geht das hier aber nicht, junge Dame. Sind Sie hier die Reinigungskraft? Alter. Hey, hey. Bist du hier die Neue? Hi, Steve, der Wachmann. Und du? Meine Güte, die Pinsel- und die Besenführung ist ja sensationell. Du siehst unheimlich gut dabei aus. Das ist ein klasse Job. Ich lass dich mal alleine. Bis dann. Oh yeah. What? Was ist denn... Kann ich sie ansprechen? Hey, alles klar? Sieht aus, als hätte ich einen Schnurrbart. Jetzt siehst du aus, als hättest du einen Vollbart. Aber du, kann ja jeder so, wie er möchte. Ah ja, okay, wenigstens haben sie die Stühle alle hochgestellt. Schön, und ist überhaupt nicht laut, die Musik. Okay. Oh yeah. Ein bisschen Smooth Jazz für den Feierabend. Und aus. Oh, wie schade. Kann ich wieder anrufen? Ach, Shish-Kebab. Schade eigentlich. So, wahrscheinlich wird mir jetzt die verrückte Putzfrau hinterherkommen, oder? Das ist die Cafeteria. Jetzt erkenne ich erstmal, wo ich hier bin. Aha. Okay, schön hier, schön hier. So, dann mal gucken, ob Irmgard da draußen mit dem Putzen fertig ist. Dann kann ich hier abschließen. Sieht auch aus wie Sau. Warum, wer... Jetzt kann man das nicht mal ordentlich machen?
Also Mäuschen, wenn du in dem Tempo weitermachst, dann wird es wahrscheinlich schon eine Weile dauern. Aber mach ruhig. Wer bin ich, dass ich dir darin quatsche? Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Ey, wenn ich jetzt hier wäre und wie und die würde hier stehen und würde mich so angucken. Also, da wirkt definitiv erstmal kein Kaffee mit der trinken gehen. Das ist ja fürchterlich, Alter. So, ihr wart drinne. Macht das Ding zu. So, ich düse mal weiter. Ja? Alle klar, mach dein Ding. Krass wäre gewesen, wenn jetzt innen am Fahrstuhl gestanden hätte. So. Und ich muss jetzt... Ach, guck mal, kann ich in die dritte fahren? Ich muss in die siebte. Tschüss! Scheiße, also... Ach, das ist aber ein tolles Spiel, Alter. Benni, hast du aber schön draußen sucht hier, ey. Mann. Bonnie. Was sind das hier? Die Knöpfe fehlen. Hier könnten welche in der Nähe sein. Ich sollte mich mal umsehen. Jetzt bin ich hier Feinmechatroniker. Aber jetzt muss ich hier Fahrstuhlknöpfe... Also, Leute. Das geht aber mal... das geht ja weit über meine Stellenbeschreibung hinaus. Ich fahre ja nicht erst. So, hier sind anscheinend noch massivste Bauarbeiten nötig. Aber gut, okay, alles klar. So, hier ist noch ein... Was, warum denn? Wieso? Hochklettern. Oh, nee. Okay, hier ist... Oh. Wer steht denn da an der Tür? Ist das wer die Irre? Sind die Bekloppte? Nee. Oh, bitte nicht. Schwester Stefanie? Oh, das war 100%, war das meine Stalkerin. Und ich weiß... Oh, Mann, Alter. Ich weiß schon, wenn ich jetzt hier irgendwo hochklettere, dann gucke ich in irgendeine hässliche Fresse. Ich weiß, dass sowas kommen wird. Oder so ein Alien. Mann! Mann, ich hab's doch gewusst, dass es passiert. Wieso erschrecke ich mich denn trotzdem? Verfatz dich! Also ehrlich, das darf doch nicht wahr sein. Runter hier. So. Jetzt ist aber mal gut hier. Wer? Wo? Wo? So, und hier hoffentlich... Schalte noch mal rein. Okay. Ah! Oh Mann! Wieso? Wieso? Warum guckt der denn jetzt nach oben? Er hat doch gerade nicht nach oben geguckt. Wieso? So, warte mal, hier, von hier komme ich ja. Ist das hier, die Puppe wird hier hergestellt oder was? Da sind wir hier so ein Spielwarenhersteller oder was? Hier wohl nicht auf der Etage, glaube ich, so wie das aussieht. So, vielleicht irgendwo hier. Oben, hoffentlich im... Aber hopp, sein Klo hier, Alter. Es ist, also... Menschenskinder. So, ich hab jetzt aber bloß drei, ne? Schalter. Ich hab noch nicht vier Schalter. Ja. Einer fehlt.
So, gucken wir mal vielleicht. Okay. So, ich möchte jetzt gehen. Bitte. Ich möchte jetzt gehen. Jetzt. Sofort. Fatih hat die Hosen nicht. Wieso? Wieso? Ah, wieso, Alter? Mann. Das ist doch... Nein. Einfach nein. Oh. 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 Und ich weiß, dass Benny jetzt mit einem höhnischen Grinsen da sitzen wird und wird einfach nur so... Mann, warum muss ich denn hier oben noch arbeiten, Alter? Mann, so ein bisschen WD-40 würde echt bringen, Alter. So, und hier oben ist auch noch keine Putzfrau. Das ist meine Schuld, ich konnte nichts tun. Die verstorbene Person. Alle sind wegen ihr verschwunden. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist alles ihre Schuld. Mach doch mal Licht an. Wieso? Ne. Mann. Ist mir unangenehm, das Spiel. Ist mir wirklich, wirklich unangenehm. Mann. Ich mach das nicht weg. Also. Oh. So weh, hier sitzt schon wieder irgendjemand am Dunkeln. Ich arbeite hier. Scheiße, kannst du mir nicht erzählen, Mann. So. Alles normal. Wunderbar. Tür zu. Abgeschlossen. Und jetzt wird es jetzt ohne abgeschlossen. Boah, Alter, also dass die Chillers Arts Spiele saftig sind, irgendwie ist ja bekannt so, aber dass sie so knallig sind, Alter, mein lieber Heilsangsverein. Das mal krass. Das mal richtig krass. Du siehst nichts hier drin. Was soll denn das? Kann ich einfach mal Licht kurz anmachen? Oh, Nomi. Jetzt heul nicht rum. Maul, Blackwar, Alter. Lass mich doch rumheulen. Ich muss das irgendwie kompensieren. Das ist heftig. So. Muss ich jetzt hier runterdrücken? Im Flur? Das wäre neu. Das klingt gut. So, hier ist keiner mehr. Wisst ihr, Blackwall, du spielst hier immer bloß hier Farming Simulator und so eine schönen Easy-Peasy-Spiele. Wisst ihr, schön easy Brötchen in Kaffee eintunken, Alter. Und ich gehe hier durch den harten Shit als Frontschwein, verstehst du? Oh. So. Etage 9. Alter. So, okay. Also man sagt ja theoretisch eigentlich, ja, die oberen Etagen sind eigentlich die Chefetagen. Ist ja normalerweise so bekannt, ne? Wenn ich mir das hier angucke, hege ich Zweifel.
Da bin ich skeptisch. Ist doch, lass mich hier durch. Na, sag mal. So, und hier ist der Automat auf, oder was? Oder was ist das hier? Oh, Alter, was für ein versiffter, ekelhafter Kopierer, Junge. War da was? Ich warte tatsächlich immer noch auf den Tag, wo ich mich so erschrecke, dass ich hier wirklich hinkotze. Und jetzt weiß ich, warum die Schalter immer hier jetzt ganz weit hinten sind irgendwie, ne? Weil halt natürlich du erstmal durch den ganzen scheiß Raum musst. Und dann nochmal. Und die Penner sich natürlich denken, oh, jetzt flacken wir ihm mal richtig einen rein. Ich sag mal, wie es ist. Was ist denn mit dir los, Alter? Machst du hier ein Schläfchen? Ja, guten Morgen, Sonnenschein. Alles klar? Ja? Mist, bin wohl weggenickt. Schon zu spät? Was wollen Sie eigentlich? Du sollst dich hier, was ich hier will? Immer sind Sie es hier. Und stehen vor mir, wenn ich aufwache. Tja, also, denn vielleicht kann ich hier nicht einpennen nachts. Warten Sie die ganze Zeit schon hier? Ja, ich hab dich die ganze Zeit beobachtet. Wie dem auch sei. Haben Sie meinen Chef gesehen? Ja, der ist schon zu Hause. Ist er schon gegangen? Ja. Dieser machtmissbrauchende Unmensch wollte erst gehen, wenn alle anderen auch weg sind. Ich hau jetzt ab. Na, Alter, du hast hier auf dem Boden gepennt. Kann man jetzt, also ne, wenn ich hier reingucke und sagst, hallo, ist jemand da? Und Fred Feuerstein pennt auf dem Boden, weiß ich jetzt nicht irgendwie, ob man das so zählen kann, wie, ja, na, ich bin noch hier. Was sind das für Geräusche? So, zuschließen. Tatsächlich hat diese Zuschließen von Türen einen sehr, sehr befriedigenden Effekt auf mich. Ah, safe. Was sind wir? Was ist denn das? Was ist das für ein Geräusch? Schon mal. Zu. Zu. Abgeschlossen. Wo ist denn hier denn, Alter? Oh nö. Oh nö. Was? Wenn ich mich jetzt umdrehe. Oh, und geht immer weiter hier in der Ebene auf, ey. Oh, nö, ey, nö. Geh mal weg.
unangenehm. Ganz, ganz unangenehm. Oh. Oh. So. So, kann ich jetzt hiermit aufschließen? Kann ich damit wieder abschließen? Das Treppenhaus. Oh no. Okay, mal einen Schonblick hier bei SCP-087. Plap! Warum soll ich denn jetzt eigentlich über die Treppen hochlaufen? Kann ich nicht auch hochfahren? Scheinbar nicht, ne? Wenn ich jetzt schon hier diese Option habe. Ach komm, hör da auf. Ist doch ein Streich der Kollegen hier. Seh ich doch. Alles normal. Na klar, ist alles normal. Mach mal die Augen auf. Nichts ist hier normal. Zu. Das ist aber schöne Pillenwände, die ihr habt hier. Wunderbar, schön. Schön. Wie nennt sich der Farbton? Ochsenblut? So, und hier machen wir auch gleich zu. So, seht ihr das richtig, dass ich jetzt hier bloß noch eine Etage über mir habe? Das würde ich ja gut finden. Sag wie das. Dann kann ich endlich zu meiner Tochter. Die Geburtstag hat heute. Wenn jetzt hier wieder eine... Na, dankeschön. Nee, ich möchte nicht auf Toilette eingesperrt sein. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Fahrstuhl fahren oder nicht? Also nicht, dass ich jetzt nicht ein Problem mit den Treppen habe, aber... Weil wenn, frage ich mich, warum ich jetzt... über das Treppenhaus laufen sollte. Man hätte jetzt ohne nach oben laufen können. Vielleicht kriegt man dadurch ein anderes Ende. Who knows? Das ist wohl der Grund. Das ist wohl der Scheißgrund. Zur Hölle je, ich blöde Sau nicht über die Treppen. Und ich sag nur, warum jeg dich über die Treppen? So, schöne Wackelwandtattoos, schön. So, was haben wir hier? Wer bist du? Ist das die Stalkerin? Oder die Reverse Walkerin. Scheiße. Ich glaube wirklich, also kann halt sein, dass wir hier eventuell jetzt ein Bad-Ending erspielen. Huh? Okay. Alter. Ja, da seh ich rot, Freunde, da seh ich rot.
Aber Licht ist schon aus. Finde ich gut. Ah, was? LAN-Party hier. Schön. So, hier haben wir ein Safe. Und nochmal ein Videorekorder. Und wir haben aber keine Kassette. Das Kabel fehlt. Okay, wir haben kein Kabel. Und lass mich raten, denn sehen wir quasi die Kombination für Le Safe. Was ist denn das, Alter? Was? Wieso? Ein Kabel erhalten. So, schön, 3-Polier-Stecker, wunderbar angeschlossen. Nicht zu sehen. Na, hab ich denn hier nicht irgendwie, kann ich nicht anmachen oder was? Ich brauche erst wahrscheinlich, ich brauche eine Kassette, würde ich jetzt mal sagen. I need a tape. So, hier ist nichts. Tja, da wird sich hier hinter den ganzen Tafeln verbergen. Schönet. Eine Uhr. Blutverschmierte Abdeckung erhalten. Ich habe eine blutverschmierte Abdeckung erhalten. Vielleicht kann ich sie sauber machen. Ja, okay, gut. Also, wir brauchen noch Zeiger. Ah, holy moly, ey. Treppenhaus geht natürlich nicht. So, wo krieg ich denn... Warte mal, dann wollte ich sie wahrscheinlich im Bad erstmal sauber machen. Genau. It's Michael. So, okay. Ja, alles ist... Ich konnte das Blut abwaschen. Alles ist hier komplett mit Blut verschmiert, aber Hauptsache, wir machen die Uhr sauber. Da sind zwei Linien drauf gemalt. Wunderbar. Schön. Denn wenn wir die wieder einhängen und vielleicht sehen wir dadurch auch... Oh, das sieht aber auch ein bisschen strange aus. Vielleicht eine Kombination auch hier. Kann ja auch sein. 90, 60. Gut. Wenn es natürlich nur zwei Räder sind, dann ist es... 90, 60. Und wir haben das Sextape von Benny gefunden. In einem albtraumhaften Level in einem Safe versteckt. Innerhalb der LAN-Party habe ich es gefunden und wir ziehen es uns jetzt rein. So, dann bin ich jetzt gespannt. Jetzt tun sich wirklich Abgründe auf. Okay, der Rechner von irgendjemand. Wenn ich was mag am Video, ist das auch was passiert. Was war das jetzt? Ein abgedrehter WLAN-Ton oder was? Modem-Ton? Oh, schön Herrn WC gefilmt auf die Pissbecken. Wunderbar. Grenzwertig. Grenzwertig. Aber was sehe ich hier? Warum sehe ich mir das an? Was will mir das Video sagen? Kann auch nicht interagieren. Kann nichts machen. Kann mir nur dieses Video angucken. Aber was sehen wir? Heißt.
ich kann hier nicht länger bleiben. Das fällt Ihnen jetzt ab. Jetzt ist für dich eine Linie erreicht, ja? Ich sollte verschwinden. So, lass mich raten. Die Irre steht jetzt hier bestimmt, wa? Die ist bestimmt jetzt hier gleich am Start. Und er kann auch nicht rennen. Ganz easy peasy schlurft er seinen Weg dahin. Jetzt ist abgeschlossen. Ist aber schön. Jetzt ist abgeschlossen. Schön. Hängt mich hier. Ist schön. Der Spinn ist so wieder frei, würde mich mal schnell verstecken wollen. Warum? Weshalb? Lass mich! Nö, möchte nicht. Komm, hau ab. Geh weg. Lass mich gehen. Lass mich los. Ich muss los. Alter, das kesselt so auf den Ohren. Muss ich hier rennen? Nee, eigentlich muss ich hier nicht rennen. Das bringt mir auch einen Scheiß, hier rennen zu ihm. Was für ein Katsch? Warum ich hier rennen? Wieso mache ich denn das? Ich geh hier lang. Da vorne, der Plan. Ah, die Zeichnung. Die Kinderzeichnung meiner Tochter. Willst du mich verarschen? Jetzt soll ich jedes Mal eine Zahl ausprobieren, oder was? Na, dir soll doch der scheiß Marmeladentoast auf die Marmeladenseite fallen. Na, sag mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder was? So, was haben wir da? 8, 6, 4. Und das war's nicht. Hat er mich gekriegt? Death. Ey, nicht sein Ernst. Ich muss mir jetzt aus den 10 Sachen, muss ich da mal rauspicken, oder was? Ich sollte verschwinden. Boah, Alter. Das ist aber stressig jetzt hier. Vielleicht auch der 22.10. Der Geburtstag meiner Tochter. Nee, 23.10. war es, wa? Der 23.10. Okay, also was soll ich machen? 10, 23 oder was? Ja, wart. That's it. Und nun? Now we are free, oder was? So. Kann ich jetzt die Zeichnung nehmen? Ja, wart wahrscheinlich nicht, oder? Doch, hier ist frei. Wir sind frei. Freedom! Ending 2. Wir haben und wir sind im Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus. Schwester? Eine Bettpfanne, bitte. Es beliebt mir nach einer Bettpfanne. Mausezahn! Frau? Ja, guck mal, ihr habt geschlafen, als Papi arbeiten war. Könnt ihr mal sehen, was ich machen muss. Damit die kleine Reihe... Psycho Girl. Es war ein schlimmes Spiel. Benny, der Sack hat's mir zugesteckt. Du wusstest ganz genau, wie schrecklich es wird. Es wird Rache geben, verlass dich drauf. Bis zum nächsten Projekt wieder. Bis denn. Tschüss.